Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum Journal BW hier auf Regio TV. Heute haben wir diese Themen für Sie. Ende einer Ära. Stuttgarter Flughafenchef Georg Fundel geht von Bord. Konditorkunst. Familie Lauchs aus dem Landkreis Biberach stellt vor Ostern tausende Schokohasen in Handarbeit her. Und Krähe. Erster Wettbewerbsabend bei Kleinkunstpreis. Die Flüchtlingskrise war 2015 in aller Munde. Hunderttausende Menschen kamen nach Deutschland auf der Suche nach einem besseren Leben. Obwohl die Erstanträge immer weniger werden, gibt es noch immer viele Asylbewerber, die noch nie registriert wurden. Viele von ihnen sind noch nicht mal volljährig. Sie werden nun erkennungsdienstlich nacherfasst. Dazu arbeiten die Ausländerbehörden, das Landeskriminalamt und die Polizeipräsidien zusammen. Sie kommen aus Syrien, dem Irak oder Zentralafrika und sie haben eines gemeinsam. Sie alle sind minderjährig und ohne Begleitung nach Deutschland gekommen. Rund 200 dieser Jugendlichen leben derzeit im Ostalbkreis. Registriert sind sie aber nicht alle, denn für minderjährige Flüchtlinge gibt es eine Ausnahmeregelung. Sie müssen nicht direkt bei der Einreise einen Antrag auf Asyl stellen. Diejenigen, die noch nicht erfasst sind, wurden uns die Dokumente bzw. die Namen übermittelt, um zu überprüfen, ist dort bereits eine erkennungssichere Maßnahme erfolgt. Wir haben dies getan und bei denjenigen, die noch nicht erkennungssicher behandelt wurden, haben wir in Abstimmung mit den Ausländerbehörden und den Jugendämtern diese Personen jetzt zu diesem Datum hier hergeführt. Das Polizeipräsidium Aalen ist das erste in Baden-Württemberg, das die Nacherfassung von Jugendlichen aufnimmt. 33 von ihnen wurden jetzt registriert. Viel Zeit ist dafür allerdings nicht eingeplant. Also wir haben mal angesetzt, dass wir mit allem ungefähr eine halbe Stunde brauchen, um diese Daten zu erhalten. Haben hier 4 Stationen aufgebaut und gehen einfach mal davon aus, dass wir mit 8 Personen pro Stunde, wenn es keine technischen Ausfälle oder sonstige Verzögerungen gibt, durchkommen. Der Vorgang an sich ist simpel. Größe messen, Foto machen und Fingerabdrücke nehmen. An den Abdrücken sehen die Beamten dann schnell, ob die Jugendlichen vielleicht sogar schon einmal erfasst wurden. Wenn bei der Erfassung ein Namensdreher drin ist, ein Tippfehler oder sonst irgendwas, ob das schon diese Erfassung bereits erfolgt ist, dann ist die Sache bereits an dieser Stelle erledigt. Sollte dies nicht der Fall sein und eine erkennungsdienstliche Maßnahme steht noch aus, wird sie hier dann entsprechend durchgeführt. Dabei wird stets versucht, den Behördengang für die Jugendlichen so reibungslos wie möglich zu gestalten. Dazu gehören zum Beispiel auch Hinweisschilder in mehreren Sprachen. Diese jungen Männer haben die Registrierung jetzt hinter sich. Morgen geht die Erfassung weiter, dann mit 40 Jugendlichen in Schwäbisch Hall. Und jetzt haben wir wie immer die überregionalen Kurznachrichten für Sie. Angeklagter räumt Vergewaltigung ein. Prozessauftakt am Landgericht Ravensburg. Die Staatsanwaltschaft hat einem 31-Jährigen zur Last gelegt, 2009 und 2010 in Ravensburg seine damalige Frau geschlagen, mit dem Küchenmesser bedroht und vergewaltigt zu haben. Zudem soll er die Frau mit einem Gürtel mehrfach gezüchtigt und gefesselt haben. Außerdem soll er seine minderjährige Tochter sexuell missbraucht haben. Am Mittwoch sind zunächst der Angeklagte und die Geschädigte verhört worden. Der 31-Jährige räumte die Tat vollumfänglich ein. Am Donnerstag und Freitag wird der Prozess fortgesetzt. Rekordsumme. Das Land Baden-Württemberg fördert in diesem Jahr Krankenhausbauten mit insgesamt rund 525 Millionen Euro. Diesen Beschluss hat die Landesregierung gestern gefasst. Mit der Förderung sind aber auch Änderungen verbunden. Ursprünglich hätte die Riedlinger Klinik geschlossen werden sollen. Dagegen gab es aber Proteste. Jetzt wird die Klinik lediglich verkleinert. Ebenso wird die Klinik in Laupheim zurückgebaut. Die Sana-Kliniken in Biberach werden gefördert. Insgesamt hat der Landkreis Biberach dann mehr als 430 Betten in allen Krankenhäusern. Aus Alt mach neu. Die Deutsche Bahn Regio Baden-Württemberg hat rund 200 Fahrzeuge für ihren weiteren Einsatz auf Schienen fit gemacht. Davon bekamen 115 Doppelstockwagen in Stuttgart ein neues Innenraumdesign. So wurde unter anderem die Beleuchtung auf moderne LED-Technik umgebaut und die Sitzpolster ausgetauscht. 23 Waggons wurden zudem mit einer Klimaanlage nachgerüstet. Insgesamt hat die Bahn eigenen Angaben nach rund 23 Millionen Euro für die Modernisierung der Züge in die Hand genommen.
Die ersten 4 von 12 Künstlern sind gestern beim ersten Wettbewerbsabend der Tuttlinger Krähe in der Möhringer Angerhalle aufgetreten. Der letzte Kandidat wird zwar bereits von Moderator Heinrich Delcore als Zauberer, Kabarettist und Entertainer angekündigt, doch mit seinem ganz besonderen Bühnenfinale hat in der ausverkauften Angerhalle nun wirklich keiner gerechnet. Warum, sehen Sie gleich bei uns. Starten Sie mit Blickfang Bodensee ins Wochenende. Jeden Freitag um 20.30 Uhr stellen wir Ihnen die Highlights aus unserer Region vor. Wir zeigen Ihnen die besten Freizeittipps und die schönsten Ausflugsziele. Seien Sie dabei, immer freitags um 20.30 Uhr. Wir sehen uns! Willkommen zurück. Ende April geht eine Ära zu Ende. Georg Fundel, der Chef des Stuttgarter Flughafens, räumt nach rund 21 Jahren seinen Posten. Seit gestern ist nun klar, seine Nachfolgerin wird eine Frau. Arina Freitag, eine Bahnmanagerin. Heute hielt Georg Fundel somit zum letzten Mal die Bilanzpressekonferenz des Flughafens ab. Wir haben mit dem Mann gesprochen, der so lange einen der wichtigsten Posten in der Region Stuttgart innehatte. Der Mann mit der Fliege wirkt bei seiner letzten Bilanzpressekonferenz gelöst. 21 Jahre lang war Georg Fundel nun Flughafenchef. Nun geht er in rund 3 Wochen von Bord. Wir haben mit ihm gesprochen. Das war heute Ihre letzte Bilanzpressekonferenz. Schwingt da nun ein bisschen Wehmut mit? Wenn man was aufgibt, schaut man natürlich zurück auf eine gute Zeit, auf eine Zeit mit vielen Möglichkeiten der Gestaltung. Insofern ja, Wehmut rückwärts blickend, aber spannender ist nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft, und die kenne ich ja selber auch noch nicht. Deswegen schaue ich auch, ich sag mal, ganz gespannt nach vorne. Entspannt wirkt Fundel auch, als er die Bilanz des letzten Jahres präsentiert. Erneuter Passagierrekord mit 10,6 Millionen und ein Umsatzrekord von rund 270 Millionen Euro. Unterm Strich steht jedoch ein klares Minus. Das liegt an Rückstellungen für das Bahnprojekt S21, bei dem auch die Anbindung zum Flughafen verbessert werden soll. Bis 2018 will man seinen Anteil dafür bezahlt haben. Weitere Schulden gibt's nicht. Der Flughafen steht wirtschaftlich solide da. Für Fundel sehr wichtig. Als ich zum Flughafen kam, sagten die Gesellschafter zu mir, sie können sich alles erlauben, was sie finanzieren können. Deswegen war von Anfang an mein Bestreben, ich kam ja von der Bank, dass wir hier nicht fragen müssen, sondern dass wir es uns leisten können. Und das haben wir schon lange geschafft und deswegen konnten wir hier auch so viel gestalten. Tatsächlich ist in Fundels Amtszeit einiges passiert. Allen voran der Bau des Terminals 1 oder der Bürogebäude Skyport und Skyloop. Das prominenteste Projekt ist mit S21 aber noch nicht umgesetzt. Das war sogar mal im Gespräch. Also ich hatte Pläne auf dem Tisch und feste Zusagen, dass Stuttgart 21 2008 den Betrieb aufnimmt. Insofern Wunsch ja, es kommt jetzt anders, aber das ist kein Problem, bei Großprojekten auch nicht unüblich. Die Bahnmanagerin Arina Freitag wird dieses Projekt zu Ende führen. Sie ist Fundels Nachfolgerin. Der 63-Jährige will nun mehr Zeit mit der Familie verbringen. Von Ruhestand will er noch nichts wissen. Was beruflich folgt, das überlegt er sich bei einer über 5-wöchigen Radtour nach Sizilien. Mit dem Flugzeug dauert es dahin gute 2 Stunden. Das ist für Fundel in dem Fall aber keine Alternative. Wann Arina Freitag dann die Leitung des Flughafens genau übernimmt, ist noch unklar. An anderer Stelle ist der Wechsel bereits vollständig vollzogen. Und auch dort hat eine Frau offiziell übernommen. Mit einem Festakt ist in Stuttgart der bisherige Präsident der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart, Georg Fichtner, gestern Abend verabschiedet worden. Gleichzeitig wurde seine Nachfolgerin Marjoke Bräuning in ihr neues Amt eingeführt. Damit ist die 45-jährige Unternehmerin die erste Präsidentin seit Gründung der IHK. Gewählt wurde Marjoke Bräuning bereits Anfang März bei der Vollversammlung zur Präsidentin für die nächsten 3 Jahre. Weitere Nachrichten aus der Metropolregion sehen Sie jetzt. Neues Stadtquartier. Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat heute zusammen mit beteiligten Bauherren am Olga-Areal in Stuttgart den Grundstein für ein neues Stadtquartier gelegt. Gebaut werden sollen hier etwa 220 Wohnungen. Die Hälfte davon wird öffentlich gefördert. Als Sozialwohnungen sollen etwa 50 Einheiten ausgewiesen werden. Außerdem sind große Freizeitflächen geplant. Anfang 2019 können voraussichtlich die ersten Mieter einziehen. Übung in der Röhre. Mehr als 100 Einsatzkräfte haben den Ernstfall im S21-Steinbühltunnel in Hohenstadt bei Göppingen geprobt.
Simuliert wurde bei der dreistündigen Übung ein Unfall mit mehreren Verletzten. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sollen in Abläufe und Taktiken für zukünftige Einsätze einfließen. Der fast fertiggestellte Steinbühltunnel hat eine Länge von fast 5 Kilometern und ist Teil der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Zwischen Aschermittwoch und Ostern haben Christian und Dorothee Laux aus Otterswang im Landkreis Biberach besonders viel zu tun. Denn dann arbeiten die beiden Konditormeister an süßen Überraschungen. Sie stellen Marzipanlämmchen und Schokohasen in allen Variationen noch in Handarbeit her. Wir haben sie besucht und ihnen bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Mit Schokolade arbeiten ist nicht ganz einfach. Um sie formen und gießen zu können, darf sie nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Für Christian Laux aus Otterswang ist das kein Problem. Er ist gelernter Konditormeister und setzt in seinem Familienbetrieb noch auf Handarbeit. Mehr als 1400 Schokohasen und Schäfchen gießt er jedes Jahr vor Ostern. In einem ersten Schritt bereitet er die Schokolade vor. Die Schokolade, die muss eine bestimmte kristalline Form haben, damit sie den gewünschten Knack und den gewünschten Schmelz hat. Und deswegen wird die praktisch tabliert, das heißt vorkristallisiert wäre der richtige Ausdruck, damit die nahe die gewünschten Eigenschaften hat. Dann föhnt Christian Laux die Form. Das garantiert, dass die Schokolade sich nachher einfacher lösen lässt. Anschließend bekommt das Häschen ein bisschen Farbe. Es wird geschminkt. Gemeinsam mit seiner Frau Dorothee trägt Christian Laux Augen und Hemd von Meister Lampe in weißer, die Krawatte in dunkelbrauner Schokolade auf. Nach dem Schminken muss eine kurze Pause sein, weil wir sonst läuft die Schokolade. Die Augen werden dann tränig. Und wenn das dann passiert ist, klammern wir sie zusammen und sie werden gegossen. Das passiert sogar bis zu 3-mal, je nach gewünschter Stärke und Gewicht. Um den Hasen, der ja innen hohl ist, zu verschließen, bekommt er noch einen Fuß aus Schokolade. Dann geht es ab in den Kühlschrank. Nach einer Viertelstunde lösen die Konditoren die Schokoladenhasen von der Form. Dabei gehen immer wieder welche zu Bruch. Soll ich jetzt ehrlich sein? Also jeden Tag schon 3 bis 4 Stück, denke ich mal so. Ja. Das Ehepaar Laux will seine Liebe zur Schokolade weitergeben. An Palmsonntag ab 13.30 Uhr laden sie deshalb zum 4. Mal zur großen Schokoladenausstellung in Otterswang ein. Besucher dürfen probieren und auch selbst Figuren aus Schokolade gießen. Bis Ostern ist es zwar noch etwas hin, aber bei solchen Bildern freut man sich noch mehr auf das Ende der Fastenzeit. Über was man heute sonst noch in Schwaben spricht, haben wir für Sie in unseren Kurznachrichten zusammengefasst. Baubeginn im Juli. Das geplante zweite Parkhaus am Ostalbklinikum in Aalen soll schon bald gebaut werden. Bereits im Juli sollen die ersten Bagger anrollen. Der Klinikausschuss hatte dem Kreistag der Stadt Aalen gestern die Baufreigabe einstimmig empfohlen. Der Kreistag soll den abschließenden Beschluss am 30. Mai fällen. Insgesamt sollen im neuen Parkhaus rund 240 Parkplätze entstehen. Die Eröffnung ist für Juli 2018 geplant. Es sind Gesamtkosten von rund 5,3 Millionen Euro vorgesehen. Tonnenweise Streusalz. Landrat Heiko Schmid hat bei der Straßenwärterversammlung eine Bilanz zum diesjährigen Winterdienst im Landkreis Biberach gezogen. Wie Schmid mitteilte, hatte der Winterdienst seit November 309 Einsätze. Dabei sind knapp 6.000 Tonnen Streusalz verbraucht worden, fast 1.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Und auch die Kosten sind in diesem Jahr um 400.000 Euro angestiegen. Kurios, ein Streufahrzeug ist in diesem Jahr selbst ins Rutschen gekommen. Das Fahrzeug kippte um und hatte einen Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug ist ersetzt worden. Einer der wichtigsten deutschen Kleinkunstpreise wird seit 2001 jedes Jahr in der Angerhalle im Tuttlinger Stadtteil Möhringen vergeben. Die Tuttlinger Krähe. Über 150 Bewerber aus dem gesamten deutschsprachigen Raum streiten sich jährlich um die 12 Finalplätze. Gestern standen die ersten 4 Künstler beim Auftakt und dem ersten von 3 Wettbewerbsabenden auf der Bühne. Also die Krähe, ich muss mal sagen, die meisten anderen Wettbewerbe sind ja ein Riesenscheiß. Aber die Krähe, das ist einfach ein geiler Vogel. Und um diesen geilen Vogel kämpfen 12 Künstler an 3 Wettbewerbsabenden. Den Auftakt macht Thomas Schreckenberger und versetzt mit politischem Kabarett und dem Schrecken der deutschen Schauspielkunst Klaus Kinski erste Akzente. Viele bekannte Künstler wie Mario Barth oder Bülent Ceylan hat die Jury um Michael Bauer bereits prämiert. Das ist im Grunde so ein Who is Who der Kleinkunst. Und wenn ein Wettbewerb wuchern kann mit solchen Namen, und wir bei der Krähe können es zum Glück,
dann ergeben sich die guten Bewerbungen fürs kommende Jahr fast von alleine. In diesem Jahr kam eine beispielsweise aus Österreich. Jetzt sagt sie mir wahrscheinlich, wir verstanden, was er meinte, aber wo um Gottes Willen ist in diesem Lied die Pointe? Schließlich ist der Herr auf der Bühne ein Kabarettist. Für was zahlen wir nicht Eintritt, wenn nicht einmal ein Kabarettist halt lustig ist? Jo, 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 jo. Er will ihn auch, den Vogel aus Bronze, und greift dafür zu drastischen Mitteln. Ich nehme noch eins, jetzt erkennst du auch deins. Das tue ich nur, um euch zu gefallen, fühle mich wie einer, die man bezahlt. Kleine Kinder sollten spätestens jetzt den Raum verlassen. Es folgt kommentarlos klassische Musik mit Zaubertrick. Zu den Kurznachrichten aus dem Raum Bodensee. Ein Markdorfer hat aus einem Kanalrohr eine Blitzerattrappe nachgebaut und vor seinem Haus an den Straßenrand gestellt. Die schwarze Säule sieht täuschend echt aus. Bei Autofahrern stößt die Attrappe auf Kritik. Die Behörden bleiben angesichts des Fake-Blitzers in Markdorf allerdings entspannt und argumentieren, dass die Attrappe den Verkehr nicht weiter störe. Sie blitze nicht und blende nicht, weshalb sie keinen Bedarf sehen, einzugreifen. Und nun zu den weiteren Kurznachrichten des Tages. Neuer Wohnraum. Auf dem Gelände der alten Feuerwache in Tuttlingen entstehen 6 Mehrfamilienhäuser. Die kommunalen Gremien haben den Entwürfen der Architektenbüros aus Konstanz und Frankfurt am Main zugestimmt. 9 der 47 Wohnungen sind im sozialen Wohnbau vorbehalten. Die Planer hatten darauf achten müssen, die neuen Gebäude in die Architektur der Umgebung einzugliedern. Deshalb werden 2- und 3-geschossige Gebäude errichtet, die aber nicht über die Dachhöhe der bestehenden Häuser ragen. Der Baubeginn soll spätestens im nächsten Frühjahr sein. Der Gemeinderat von Sigmaringendorf im Kreis Sigmaringen hat ein Konzept für die Außensportanlagen an der neuen Turnhalle beschlossen. Es soll ein 90x45 Meter großes Fußballfeld, eine Weitsprung- sowie eine Kugelstoßanlage entstehen. Außerdem geplant ist eine 200 Meter Laufbahn. Die Gesamtkosten betragen rund 755.000 Euro. Die neue Halle wird im Mai eingeweiht, die alte anschließend abgerissen. Kurze Pause, dann schauen wir auf das WFV-Pokal-Viertelfinale zwischen dem ambitionierten Verbandsligisten Freiburg und dem Titelverteidiger Ravensburg. Dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Hallo Leben, das neue Magazin für Gesundheit und Lifestyle mit Katharina Günthert. Ob Barfußlaufen, modernste OP-Technik oder Lachen als Medizin. Erfahren Sie das Neueste aus der Welt der Gesundheit. Mit spannenden Geschichten hautnah dabei. Starten Sie durch, wir liefern Tipps und Ideen. Von Selbstverteidigung bis zu Mami-Fitness. Und von Naturkosmetik bis zu Lidstraffung. Sehen Sie, was Sie für Ihre innere und äußere Schönheit tun können. Gesund leben, glücklich leben. Hallo Leben. Seien Sie dabei. Jeden Dienstag, 20.30 Uhr bei Regio TV. Herzlich willkommen zurück und direkt weiter mit dem WFV-Pokal. Da stand gestern das erste Viertelfinalspiel an und der unangefochtene Verbandsliga-Spitzenreiter Freiburg traf dort auf den Titelverteidiger und Oberligisten FV Ravensburg. Die Vorbereitungen der Ochsenhausener Tischtennisfreunde auf das Topspiel am Sonntag laufen auf Hochtouren. Dann steigt das erste Spiel des Playoff-Halbfinales für die TTF. Daheim in der Dr. Hans-Liebherr-Halle empfangen sie Fulda Marberzell. Das Ochsenhausener Team rund um Trainer Dubravko Skoric hat die letzten beiden Spiele gegen die Fuldaer verloren. Umso wichtiger ist nun das Heimrecht. Das hat sich die Mannschaft durch den 2. Platz in der Bundesliga gesichert. Ich denke, es ist sehr gut, das erste Spiel daheim zu spielen. Auch wenn wir das letzte Spiel gegen Fulda verloren haben, beeinflusst uns das nicht. Wir spielen vor unseren Unterstützern und ich hoffe, dass wir das Spiel gut kontrollieren werden. Im Falle eines Remis nach 2 Playoff-Spielen haben die TTF auch im 3. Spiel das Heimrecht. Tischtennisprofi Simon Gossi glaubt an den Sieg gegen Fulda. Dass sich seine Mannschaft in dieser Saison noch nicht gegen den Konkurrenten durchsetzen konnte, stimmt ihn nicht weniger optimistisch.
Wir möchten in die Finale spielen. Wir haben schon zweimal verloren gegen Fulda diese Saison. So, ich glaube, wir haben eine gute Chance. Aber Fulda ist eine sehr starke Mannschaft mit drei super Spielern. Und, aber okay, wir glauben in unsere Chance. Und diese Chance wollen sie am Wochenende auch nutzen. Das junge Ochsenhausener Team weiß um die Stärke der Gegner, will sich aber auf jeden Fall beweisen. Das ist schwer. Sie sind sehr gut. Du musst sehr fit sein, mit einer sehr guten Kondition. Wir haben auch eine sehr junge Mannschaft, aber eine sehr starke Mannschaft auch. So, das ist möglich. Egal wie das erste Halbfinalmatch am Sonntag ausgeht, die Revanche, also das zweite Playoff-Halbfinale, steigt eine knappe Woche später in Fulda. Für den Gewinner des Halbfinales geht es dann zum Bundesliga-Finale im Juni nach Frankfurt. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, verrät uns jetzt Paul Heger. Ich grüße Sie zu Ihrem Wetter hier bei Regio TV. Und was ist das für ein Wetter? Ein ziemlich frische, das kann ich Ihnen sagen, denn wir liegen in einer Nordströmung zwischen einem Tief im Osten und einem Hoch hier bei den britischen Inseln. Und da kommt jetzt zwischendurch mal polare Luft zu uns. Und die sorgt dafür, dass es in den Morgenstunden am Donnerstag durchaus mal die ein oder andere Schneeflocke in den Hochlagen von Schwarzwald und Schwäbische Alb geben kann. Da stauen sich diese dichten Wolken nämlich. Ja, aber meistens bleibt es trocken und vor allem am Nachmittag, da setzt sich dann so langsam die Sonne von Südwesten durch und wir erreichen bis zu 14 Grad. Deutlich milder wird es auch in den nächsten Tagen. Da klopft sogar der Frühsommer mal wieder an. Wir sehen das hier am Sonntag mit bis zu 23, vielleicht sogar 24 Grad. Viel Sonnenschein. Erst in der nächsten Woche sackt die Temperatur wieder ab und es wird unbeständiger. Und so schnell sind wir auch schon wieder am Ende vom Journal BW angelangt. Morgen gibt's an dieser Stelle wieder die aktuellsten Nachrichten aus Ihrer Region. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Einen schönen Abend Ihnen und bis morgen.